Sehr verehrte Damen und Herren, das hier ist Ali Abbas, der Creator. Ich habe überlegt, wie erkläre ich euch jetzt, wie erfolgreich dieser Mann im Case-Mod-Business ist. Ich könnte euch jetzt eine ganze Litanei von Titeln vorlesen, die Ali gewonnen hat. Oder wir gucken uns einfach an, was er abliefert. Das ist der geilste Computer, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist ein ganz normaler Computer. Ja, fällt auch gar nicht weiter auf. Ali, was ist das für ein Monster? Ja, das ist meine Version von einem TV-Tisch. Also von, weil es muss nicht immer so. Sieht man sofort, ja. Ja, es ist, im Grunde steht es normalerweise auf dem Boden. Ja. Und dann kommt ein Fernseher drauf. Normal ist ein Glaspanel auch in der Mitte und da kann man einen Receiver drauf tun. Ja. Und die Waffe da drin ist basiert auf Gears of War, wie alle Gears of War-Fans wahrscheinlich sehen können. Und es ist wie jeder TV-Tisch, den man auch im Möbelgeschäft kaufen kann, ist eine Kettensäge. Ja, natürlich, die brauchst du auch. Das ist ganz weil beim Fernseher natürlich, es kann sein, du willst ein Steak essen und du hast kein Messer dabei und dann brauchst du halt so einen Zombie-Killer, um das zu machen. Und das ist übrigens auch eine externe Festplatte. Also wenn man die Waffe rausnimmt und wieder reinsteckt, sagt der Ding-Dong, vielen Dank für ein Terabyte Festplatte. Das ist normal. Gerade eben werfen die Leute Geld auf den Bildschirm zu Hause, aber das kann man nicht kaufen, oder? Nein, die verkaufe ich nicht, weil die habe ich für die Meisterschaft gebaut und ich möchte Titel natürlich nicht verkaufen. Aber ich kann alles bauen. Das heißt, wenn jemand sagt, er hat das Geld, ja, natürlich. Dann baust du ihm alles? Er braucht mir nur sagen, wie viel Geld er hat. Ja. Also es kommt immer darauf an, wie weit ich gehen kann und ich kann sehr weit gehen, wie man sieht. Und natürlich ein bisschen Zeit und ich brauche nur ein Thema. Ich brauche nur ein Thema. Das heißt, du stellst auch keine Fragen, ob das geltendes Recht in Frage stellt, wenn man... Die schießt jetzt aber zumindest nicht, oder? Nee, schießen tut er gar nicht. Okay, er tut so, als würde er schießen natürlich. Okay. Und klar, ist es ein Spielzeug im Grunde. Die Zähne würden wahrscheinlich rausfallen, wenn wir die Finger da drin halten. Der Finger wird verletzt, einmal mindestens. Willst du jemanden ausprobieren? Genau. Du bist der erfolgreichste Case-Modder der Welt wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal. Sounds good. Ja, sounds good. Was ist denn Case-Modding eigentlich, für alle, die das noch nie gehört haben? Also ziemlich simpel eigentlich. Ein Case-Modder ist nie zufrieden mit das, was die Industrie liefert und hat immer seine eigenen Vorstellungen von wie ein Stück Technik. Muss aber nicht nur mit dem Computer sein, es kann alles sein. Es hat sich halt so etabliert, Case-Mod bedeutet Computer-Case modifiziert. Mhm. Und wir sind wirklich nicht zufrieden mit das, was es gibt und wir haben unsere eigenen Ideen. Also das Erste, was wir machen, ist... voiding the warranty, also Garantie gibt's, ist gleich futsch immer. Garantieschein brauchen wir nie. Wir machen die Dinge auf, gucken, wie die ticken und ob wir sie noch synchroner ticken lassen können. Okay. Es geht um die Schnelligkeit auch, aber hauptsächlich um neue Gimmicks, wie man sehen kann, Festplatte als Waffe oder sowas. Und einen komplett neuen Look. Oder einen Look mit einem Thema. Mhm. Das ist das, was ich am liebsten mache. Jetzt findet ja hier die deutsche Case-Modding-Meisterschaft auf der DreamHack statt. Zum ersten Mal, ja. Und da gibt es ja nicht nur eine Kategorie, es gibt mehrere Kategorien. Wie muss ich mir das vorstellen? Yes, weil es gibt, die verschiedenen Kategorien sind so aufgeteilt, es gibt die Möglichkeit, wo der Name hier auch herkommt, Case-Modding, ein Case zu nehmen, ein Computer-Case, und die zu modifizieren. Daher kommt es auch Case-Mod, Modify-Case. Ja. Oder es gibt Scratch-Builds, die auch mittlerweile Case-Cons, Case-Construction genannt werden. Das sind zum Beispiel, das ist ein Beispiel von sowas. Case-Con. Ist ein Con, ist es von 100% absolut selber gebaut. Mhm. Das macht mir sogar mehr Spaß, weil man hat alle Freiheiten. Ja. Du bist nicht gebunden an diese typische Würfelform und Größe spielt keine Rolle. Hauptsache, die Wünsche gehen in Erfüllung. Genau, man kann alles einbauen, was man so braucht. Also das sind Case-Mods, Case-Cons, gibt es da noch was Drittes? Yes, es gibt dann auch CE-Mods natürlich und CE-Mods sind im Grunde Consumer Electronics. Spielt keine Rolle, was es ist. Kann deine Wanduhr sein, Kaffeemaschine, Peripherie vom Computer, ein Fernseher, irgendwas, wo Funktionalität dabei ist, die du umbaust oder komplett neu erstellen natürlich. So wie Beat the Witch, die ich dabei habe und dass er Sachen macht, die es so zu kaufen nicht gibt. Wenn ich jetzt in der Jury sitzen würde für diese Case-Modding-Meisterschaft, dann würde ich dich natürlich mit so einem Ding gewinnen lassen, weil ich bin ein riesen Gears of War-Fan. Oh, really? Aber du, was sind Hoffnung für dich, sehr gut. Ja. You never fight alone. Was sind denn da so die, also worauf kommst du immer so im Wettkampf an? Du hast eben schon gesagt, auf Schnelligkeit. Geht das nur auf Zeit oder wie funktioniert das?
Die Computergeschwindigkeit und wie viel Geld man im Hardware investiert, spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Es muss auch nicht unbedingt wassergekühlt sein. Das ist nice to have, of course. Ja. Je besser die Hardware, desto mehr kann der Computer allgemein machen. Aber es spielt keine Rolle, weil das wäre auch unfair gegenüber Case-Modder, die ebenfalls teilnehmen möchten und haben weniger Geld vielleicht. Ja. Oder die sind Anfänger. Die können aber mit Low-Budget-Hardware genauso zeigen, was sie können. Mhm. Und das sollen sie und das tun sie auch. Es gibt ein paar Jungs, die sind wirklich mit 14, haben sie Sachen gemacht, die ich mit 14 nicht konnte. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen älter natürlich, jetzt kann ich ein bisschen mehr. Aber die Erfahrung, die Erfahrungen natürlich, die sammelt man über die Zeit und die Techniken werden immer besser. Ja, die Jury achtet nur auf wahnsinnig viel. Es ist vielleicht das bedeutendste Meisterschaft, oder richtige Meisterschaft, neutrale Meisterschaft, die es weltweit gibt. Mhm. Es gibt sehr viele Contests und Competitions, und, aber die sind nicht alle ganz neutral. Hier haben wir eine neutrale Jury und die achten auf das Aussehen. Ist klar, das ist das Erste, was man sieht. Yeah. First Impression. Yeah. The Paint Job, the Electric, haben wir sauber gelötet? Was haben wir selber gebaut? Was haben wir wie gebaut? Viel Geld ausgegeben oder irgendwas zweckentfremdet? Mhm. Wir haben es in Szene gesetzt. Wenn man ein Thema hat, hat man das Thema getroffen. Ein großer Punkt, und das ist vielleicht meine Botschaft auch an alle Modder, ist Handarbeit. Ist es handgemacht oder mit Automation? Ja. Weil es gibt wahnsinnig viele Automationsgeräte, 3D-Drucker, Laser, CNC, was man mittlerweile auch nutzen kann. Ja. Man kann sie nutzen, aber ohne Handmade ist man mehr. Das ist meine Botschaft an alle junge Modder. Erstmal zeigen, dass sie es können, und dann die Maschine. Jetzt gibt es hier auf der DreamHack auch das Live-Modding. Das heißt, man kann hier wirklich vor einer Glasscheibe zugucken, wie die Leute das bearbeiten. So ist es. Also ich habe es auch seit 2010 immer mitgemacht. Und diesmal wollte ich erst mal gucken, wie es hier auf der DreamHack ist. Diesmal mache ich es nicht, aber wir haben vier Teams hier, vier fähige Teams. Und die bauen natürlich in, ich glaube, diesmal 20 Stunden. Ein Case-Mod, weil es ist ein 3-Tage-Messe auf der Gamescom, war es dann 5 Tage. Aber das ist nochmal eine eigene Kategorie, das Live-Mod. Das ist eine separate Kategorie, natürlich viel für den Show, aber es ist unglaublich manchmal, was für Kunstwerke in 3 Tage je 8 Stunden entstehen, wo ich denke, hätte ich das auch so bauen können in 500 Stunden zu Hause. Weil man ist unter Zeitdruck und ist eine ganz andere Ausgangsbasis. Du hast Zeitdruck, du musst alles mitbringen. Material, Paint, you know, wiring stuff und alles, was du brauchst. Und du hast Zeitdruck, was überhaupt nicht hilft. Macht sehr viel Spaß, sehr viel Dreck auch. Und es ist spektakulär. Und das ist das, was die Leute hier auf so ein Event auch erwarten, natürlich, ne? Dass es spektakulär ist. Ja. Jetzt haben wir diesen ganzen Programmpunkt ja genannt, Case Modding als Beruf, also das wirklich professionell zu machen. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie verdienst du dein Geld damit? Ja, also ich kann es nur von meinem Standpunkt sagen, weil soweit ich weiß, bin ich der einzige Case-Modder weltweit, der tatsächlich professional als Case-Modder eingestellt ist. Ja, okay. Soweit ich weiß. Ich weiß es nicht. Es ist ein Experiment gewesen, aber es läuft sehr gut. Ich bin seit 2 Jahren in Berlin bei Case King und wir haben tatsächlich Kunden, und es fängt immer an mit einem Paint-Job. Die wollen vielleicht Gears of War von mir aus einfach als Paintjob drauf haben. Andere sagen wiederum, ja, ich möchte mal, dass meine Lüfter ausschauen wie das Logo von Gears of War. Ja. Und es staffelt sich immer nach oben. Und deshalb sage ich immer, ich muss wissen, wie weit ich gehen kann und wie viel Zeit und Geld und so weiter zur Verfügung steht. Viele Aufträge sind auch von der Industrie, um zum Beispiel ein Spiel oder in diesem Fall eine Nvidia-Grafikkarte, haben wir eine Kampagne damit gestartet. Okay. Und jeder kann alles bestellen und ich brauche nur ein Thema. Ich muss nur wissen, was der Kunde haben möchte. Und dann that's you. I make dreams come true. Wenn ihr übrigens Fragen an Ali habt, stellt die jederzeit in den Chat. Wir werden versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass die eigentliche Hardware-Ausstattung von den Mods jetzt nicht so wichtig ist, damit auch die eine Chance haben, die jetzt nicht die High-End-Hardware haben. Genau. Aber hier, das ist auch modular. Das heißt, man kann das auch nachträglich alles noch aufrüsten. Ist sogar sehr wichtig, wenn man auf einer Meisterschaft teilnimmt. Mhm. Es ist auch wichtig natürlich, wenn man für sich selber einen Case-Mod baut. Man modifiziert es nach den eigenen Wünschen. Es wäre schade, wenn es morgen nicht aufrüstbar wäre. Ja. Genauso wie ein normaler PC auch. Zusammenklipsen oder alles in Holz verschließen oder in Alu verschließen. Es ist schade, wenn man das nicht austauschen kann, weil wir wissen, wie schnelllebig alles ist. Und in diesem Fall auch, man sieht es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber alles ist austauschbar. Ja. Standardkomponente. Man muss sich schon an die Norms halten natürlich.
fünf und Viertel, dreieinhalb, die, KS, die ATX, ITX, ETX, egal was für Motherboards es gibt. Aber das ist bei normalen Cases genauso. Hast du den Lancer, also ist das auch händisch gemacht oder da gab es ja auch so Replika-Dinger, die man kaufen Es ist ein konnte. Replika, okay. Aber es ist stark modifiziert. Mhm. Erstmal, das Paintjob hat mir überhaupt nicht gepasst. Ja, was sieht so plastikmäßig ja, aus. Plastisch und grau und matt und ja, und ich habe das Spiel übrigens nie gespielt, mein Schande, muss ich sagen. Allergie ist wohl Fans. Ja, I'm sorry, aber dafür habe ich einen Mod gebaut. Es sei dir verziehen. Genau, nicht, dass sie alle mit Lancers auf mich losgehen jetzt. Aber ich habe im Spiel geschaut, wie schaut das The Lancer wirklich aus. Und meine erste Frage, als Nvidia auf mich zukam, war bei diesem Dummy, funktionieren die Zähne, also die Kettensäge, ob es funktioniert. Ja. Und die haben gesagt, nein. Und dann habe ich sofort geschaut, okay, wenn ich das als Modder frage, das ist das Erste, was ein, der das anschaut, auch erwartet von mir. Ja. Von mir, von mich, whatever. Ja. Dass die Kette funktioniert. Also habe ich das Ding auseinander, I ripped it apart, took its guts out. Da waren wirklich nur Plastikklötze drin. Vorne waren die Zähne wirklich fest drauf. Ja. Nichts hat sich bewegt, gab keinen Motor, kein gar nichts. Und ja, jetzt hat er einen Akku drin mit einem Fahrradkranz vorne und ein Fahrradkette und Zähne habe ich den Motor wirklich zum Laufen gebracht. Und er hat Mundungsfeuer jetzt auch. Er hat einen viel besseren Paintjob, passt zu dem ganzen Mod. Und vor allem das Ding ist eine externe Festplatte. Das ist so du cool. Steckst es rein, ja. Ding Dong, ein Terabyte. So gut. Ja. Wir schauen uns währenddessen mal kurz, du hast uns so einen kleinen Trailer mitgebracht, wo man so ein bisschen sieht, wie du so werkelst. Was nimmst du denn da für Werkzeuge her? Also was kommt da alles zum Einsatz, wenn du so einen Case-Mod machst? Also es kommt sehr viel. Ich bleibe bei Handmade. Man kann natürlich auch mit Automation arbeiten, mit CNCs, 3D-Drucker und so, aber ich zeige gerne Kunst und deshalb alles ist handmade. Natürlich elektrische Werkzeuge, Bohrmaschine, Schleifer, Delta-Schleifer, Multitool, Dremel, das sind so die typischen Tools, die wir benutzen. Mein wichtigster Werkzeug ist aber nach wie vor ein Bleistift und ein Schiebleder. Das sind, weil ich mache eigentlich, ob man es glaubt oder nicht, ich mache keine Pläne. Ich arbeite einfach los. Die Inspiration, ja. Das bringt mich immer weiter. Okay. Ab und zu vielleicht auf ein kleiner Pappschachteldeckel oder sowas entsteht eine kleine Zeichnung. Aber großartige Pläne mache ich nicht. Und ja, es entwickelt sich von alleine. Viele Ideen verwerfe ich natürlich mittendrin auch. Ja. Aber dann danach geht es immer weiter. Und jetzt haben wir gerade schon die ersten Fragen im Chat. Die erste ist, wie lange hast du an dem gearbeitet? Da waren es, soweit ich weiß, ungefähr 450 Stunden für den Lancer alleine, weil er wirklich einfach ein Stück Plastik war, waren es nochmal vielleicht 50 Stunden. Also ich schätze mal 450 bis 500 Stunden. Okay. Genau. Da muss man schon natürlich über mehrere Monate. Ja. Dann, was haben wir noch für Fragen? Ja, vielleicht können wir das nachher noch machen, dass wir die Kette nochmal anschmeißen. Das kann man ja machen. Das können wir nachher noch machen. Ich kann es sogar rausnehmen. Momentan lädt er, man sieht es am Display. Ach so. Genau, Akku wird geladen, aber er ist schon fast voll. Geil. Ja. Und hier fragt noch jemand, was würde das kosten, wenn du es verkaufen würdest? Das ist immer die erste oder zweite Frage. Ja. Schwer zu sagen, weil ich sage nie Kosten, sondern was die Dinge wert sind danach. Weil was ist ein bisschen Holz wert? Was ist ein bisschen Plastik wert? Es hat einen gewissen Preis, aber was man daraus macht natürlich, dann es macht es wertvoller. Ich müsste klar, sagen wir mal, der wäre nicht für die Meisterschaften, ich würde es wirklich zum Verkaufen bauen, dann müsste ich die Stunden dazu rechnen. Klar, ein bisschen Hardware ist auch dabei. Ja. Das Hardware ist vielleicht das günstigste von allem, aber meistens geht es um die Stunden. Und bei der Industrie mache ich einen kleinen Unterschied, wenn die eine Hardware-Kampagne oder sowas haben und ich habe Exposure, um zu zeigen, meine Kunst zu zeigen, dann machen wir Sonderdeals auch, aber im Grunde geht es um die Zeit. Was für einen Aufwand habe ich? Und deshalb ist es wichtig, es hilft nicht, wenn eine, oder die Frage ist schon komplex, wenn man sagt, was kostet ein Case-Mod? Eigentlich, was kostet Konzept so und so? Wie weit kann ich gehen? Wie viel Zeit soll ich investieren? Du hast gesehen, ich habe ein paar Mods mit elektromechanischen Teilen, die ich selber erfinden muss. Da gibt es kein Handbuch dafür. Dafür brauche ich mehr Zeit. Und ja, wenn ich einmal weiß, wo der Budget liegt, dann weiß ich auch, wie extrem ich werden kann. ja, ich muss das in Stunden rechnen. I don't know, 30.000 Euro oder sowas. Ja.
Und die gibt es nur einmal. Ja. Kann man aber aufrüsten. Ja. Aber die gibt es wirklich nur ein einziges Mal. Man muss halt wissen, was einem das wert ist. Und das ist schon echt geil. Ja. Kann man nicht anders sagen. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt da drüben jetzt talentierte Teams, die schon mit 14 Jahren mega viel drauf haben. Wann hast denn du mit dem ganzen Case Modding angefangen? Oder wie bist du dazu gekommen? Ja, da gibt es eine lustige Geschichte. Es wurde mir nur erzählt. Ich war 7 Jahre alt. Und angeblich habe ich mit 7 Jahren meinen Vater gefragt. Er war selbstständig, also ein Accountant. Und er hat eine der ersten elektrischen Schreibmaschinen. Ja, Leute, es gab mal auch Schreibmaschinen. Und, so wie das, so ähnlich. Ja, so, ja, Tasten waren drauf. Aber richtig, da braucht man Muskel dafür. Und ich habe ihn gefragt, wie kommen die Zeichen auf Papier? Und er hat gesagt, da ist ein kleiner Mann drin und er schreibt das alles auf. Und er ist immer happy, wenn man ihn massiert mit den Tasten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich warte mal, bis Papa weg ist und ich gehe die Sache nach. Ja. Schau mal. Ja, und so, als er weg war, dann habe ich die Schrauben aufgemacht hinten, ein Panel entfernt und reingeguckt und da sitzt keiner. Und ich war enttäuscht. Und im Grunde, ich wollte nicht weiterleben. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das war wahrscheinlich mein allererster Excursion in the world of Case Modding. Aber mein erster Case Mod ist eigentlich in den 90er entstanden, als Cases einfach teuer waren. Es gab wahnsinnig viele Big Towers, aber die waren alle sehr teuer und ich wollte unbedingt ein bisschen mehr Power. Ich bräuchte, die Netzteile waren auch schwach. Da, für damalige Verhältnisse mit 300 Watt war es schon Wahnsinn und ich wollte zwei Netzteile in die habe ich überbrückt und ein zweiter Mainboard und ein, you know, sowas wie versucht wie ein Server und ein Client in einem zu bauen. Es würde kein Beauty Contest gewinnen, by any standard, sicher nicht, aber das war wahrscheinlich mein erster Case Mod, also Mitte der 90er. Okay. Genau. Wenn du jetzt so ein Projekt fertig hast, spielst du dann damit auch viel oder ist dann, wenn du damit fertig bist, sofort der Gedanke schon wieder, was könnte ich als nächstes? Der Gedanke vom nächsten Projekt ist schon da, während ich ein Projekt baue. Okay. Weil it's like football. Yeah, after the game is before the game. Ich versuche sogar mittlerweile, seit ich bei Case King bin, zwei oder drei Projekte gleichzeitig zu machen. Es klingt komisch und man würde meinen, man kommt durcheinander. Ja. Aber es kommt darauf an, an welcher Stufe bin ich. Wenn ich bei dem Paintjob bin, dann will ich nur den Paintjob fertig machen. Oder bei der Wiring. The Wiring ist normalerweise und das ganze Hardware, Zusammenstöpseln und so, ist Watercooling und solche Sachen. Das kommt nach dem Paintjob für mich. Wo Wedlock, where everything comes together. Und da schaue ich schon, dass ich bevor das tatsächlich anfängt, bevor wirklich Farbe und Blinkerei und LEDs und so im Spiel kommt, arbeite ich schon parallel an andere Geräte auch. Mhm. Weil es ist wie eine Ablenkung. Es gibt einen Spruch auf Deutsch, ich tausche, von lauter Bäumen sieht man Wald nicht, oder von lauter Wald sieht man Bäume nicht. Ja. I don't know. One of them is right. Wald vor lauter Bäumen. Okay, right. Ja. Und man wird design blind. Okay. Und so, I try to work on, ich versuche zwei oder drei aus einer anderen Perspektive Abstand nehmen siehst, und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Okay. Genau, bloß es dürfen nicht dann 7 Projekte sein und man darf nicht schleifen im gleichen Raum, wo lackiert wird und solche Sachen. Also das sind so die Schwierigkeiten, die es gibt. Was war denn bisher so dein größter Erfolg oder vielleicht dein überraschendster Erfolg in deiner Karriere? Kannst du da einzelne überraschende Sachen, well, wo du nicht gerechnet hättest damit, dass du jetzt den Wettbewerb gewinnst? Mein erster. Ja? Mein erster. Ich habe mich qualifiziert mit 3 Geräten. Ich bin ein Klugscheißer. Ja, ich habe im Fernsehen immer gesehen, seit es die CMM gibt, es gibt eine deutsche Meisterschaft und ich habe immer geschaut und gesehen, die Sachen, die da entstehen. Die meisten haben mir sofort gefallen. Und ich hatte einen Computerladen damals und wir haben Computers verkauft auch. Und ich habe immer gesagt, ach, das kann ich besser, das ist super, so würde ich es auch machen, das gefällt mir überhaupt nicht und so weiter. Ja. Und, aber erst in 2008 habe ich dann was gebaut, die ich im Shop gestellt habe, nur als Show-Object. Und die Leute wollten es kaufen. Und deshalb habe ich mich in 2010 erst, ist gar nicht so lange her, habe ich mich getraut anzumelden. Aber die Überraschung war für mich sehr groß, dass ich qualifiziert war und umso größer, dass er Platz 3 gemacht hat. Weil es war ein Low-Budget, 30 Euro, Wooden Warlock, auch so ein kleiner, alter, kompakt Presario. Ich hatte kein Geld, ich war jung. Und,
mit kein flashy LEDs oder Sound Control System, nur Water Cooling. Und da war ich sehr überrascht. Und damals habe ich meinen Pokal sogar im Hotel mitgenommen und es durfte im gleichen Bett mit mir schlafen. Ja, und das war natürlich sehr emotional. Und ja, und seitdem habe ich nicht geschlafen, weil okay. Ich bin so voller Ideen und ja, Jahr für Jahr wurde es immer besser. Dann, ja. Wir haben ja eben jetzt auch darüber gesprochen, dass hier bei den Live-Case-Mods ganz schön der Zeitdruck dahinter ist. Yes. Gab es denn da mal irgendwas, wo dir so wirklich die Zeit weggelaufen ist? Also ist da mal was richtig schief gegangen? Die Zeit, sobald man das, am ersten Tag, man geht es ganz locker an und man denkt, wir haben 3 Tage, jemals 8 Stunden und ein Grundform, man versucht eine Grundform von was auch immer für ein Konzept da steht, fertig zu kriegen. Und am zweiten Tag normalerweise vielleicht lackieren oder Wiring, je nach Konzept. Ja. Und, aber es haut nicht immer hin und da geht immer wieder mal was schief. Vor allem, ich verletze mich sehr gerne, ungern, aber mittlerweile unter die Modder, die kennen meinen Spruch, no blood, no mod. Ist das eine Modding-Name? Das ist zwar nicht beim Modding passiert, aber in der Werkstatt, also, ja. Oder so, ja. Genau, aber meine Finger waren alle mal so lang. Ja. Aber die sind alle etwas gekürzt worden über die Zeit. Jeder Mod mindestens, also ich habe noch 10 Versuche okay. Weiterzumachen, aber hier, naja, ich zeige nicht alle meine Kriegswunden. Ich zähle sie und ich messe sie, bevor ich einen Mod anfange, 24, und ich zähle sie und messe sie danach. Und das sind kleine Diskrepanzen immer danach. Für alle, die jetzt mutig genug sind, obwohl sie wissen, dass das für ein gefährliches Business ist, das auch mal zu probieren. Was würdest du denn Leuten raten, die jetzt neu mit Modding anfangen? Womit sollen die anfangen? Ja, es kommt darauf an, was sie für einen Geschmack haben. Auf Englisch sagt man aim small, miss small. Man soll... man weiß selber am besten, was für Kenntnisse man schon hat, was für Skills man schon hat, wie viel Erfahrung man mit einem Werkstoff hat. Manche können besser lackieren, andere Modder wiederum können mit Holz besser umgehen, ein anderer macht vielleicht nur 3D-Drucke, ein anderer wiederum ist mit Electronic ein absolut Wizard. Und wenn man es im Team macht natürlich, können zwei zusammen wahnsinnig viel Skills zusammenbringen. Ja. Aber wenn man allein vielleicht seinen ersten Mod macht, man soll schon klein oder innerhalb seinen Boundaries bleiben und nicht versuchen, ein Ziel zu erreichen, die eventuell gar nicht erreichbar ist, weil einfach die Erfahrung und so fehlt. Es kommt darauf an, was man vorher gemacht hat, wie alt ist man, wie viel Erfahrung man hat. Ja. Mit elektrischer Werkzeuge, man soll schon umgehen können damit. Wenn man Angst vor einer Säge hat, dann soll man es nicht anfassen. Das sind im Grunde Waffen. Man kann, das sind 64 Zähne eventuell, die auf deinen Finger zukommen. Und ja, be careful. Every one of them is an enemy. ich spreche aus Erfahrung. Ja, und vielleicht erstmal gucken, was man selber kann. Ja. Und mit welchen Werkzeugen man gut umgehen kann. Und seine eigenen Qualitäten wirklich im Vordergrund stellen. Wenn man elektrisch gut drauf ist, dann gucken, dass die LED-Steuerung und so vielleicht selber gemacht ist. Wenn man einen guten Paintjob machen kann, dann vielleicht so. Vielleicht mit einem normalen Case anfangen. Es sei denn, man hat genügend Skills mit irgendeinem Baumaterial, um einen Case-Con zu machen. Genau. Mein Bruder und ich haben früher mal auch so einen Anfall gehabt, dass wir jetzt Case modden müssen und haben Computer in eine Bierkiste reingebaut. Und es hat am Anfang auch einigermaßen gut funktioniert. Aber bist du Bier alle war? Nee, in der kürzester Zeit war das so, dass das Motherboard sich so durchgebogen hat. Echt? Und dann war es dann irgendwie... Ja, und war zu viel Gewicht drauf. War zu viel Gewicht drauf, war einfach scheiße verteilt. Ja, du musst die Flaschen einfach leer trinken, dann wiegen sie nichts. Ach so. Mensch. Das wär's gewesen. That's how you do it in Bayern. gibt es denn also du hast ja eben schon erzählt, dass du kannst eigentlich alles machen, wenn man dir nur ein Motto irgendwie vorgibt und es genug Zeit und Geld gibt. Hast du denn selber noch so, und du musst ja noch nicht sagen, was es genau ist, weil ich denke mal, das wirst du nicht einfach so hinausposaunen, aber gibt es irgendwie eine Richtung oder eine bestimmte Art von Technik, die du gerne unbedingt mal mit deinen Mods ausprobieren würdest, was bisher irgendwie nie hingehauen hat, weil zu wenig Zeit, Geld oder... Natürlich gab es Limits, als ich es noch als Freelancer gemacht habe. Und jetzt komme ich klar an Möglichkeiten ran, die es vorher nicht gab. Aber ich versuche immer noch alles, was heißt versuchen. Für Kunden, wenn ich Kundengeräte baue und die haben gewisse Wünsche, dann nutze ich alles, was es gibt an Möglichkeiten. Ja. Automation auch, Lasertechnik und alles. Aber wenn ich Kunst mache, dann muss es natürlich krass nach Handarbeit ausschauen. Aber eine meiner größten Herausforderungen war tatsächlich die Weltrekordmaus.
Ich habe mir einfach in den Kopf gesetzt, ich will der erste Case-Modder sein, der einen Weltrekord hat. Mhm. Und es hat auch hingehauen, ich habe die größte Computermaus der Welt gebaut. Wie groß ist sie? Die ist 96 cm, wiegt nur 20,5 Kilo. Ganz normale Maus. Da kriegt man solche Arme dann. Ja, also andere gehen in Fitnessclub und ich mache zwei Word-Dokumente auf, bang, bang, Scrollwheel und ich bin fertig. Genau. Aber dafür musste ich ja dann ein riesen Mauspad aufbauen, 180 mal 120 oder sowas, glaube ich, oder 150, 120. Und es hat zum Schluss alles hingehauen, aber it was one hell of a challenge, weil ein Maus wiegt eigentlich fast gar nichts und der Abstand zum Tisch ändert sich auch fast gar nicht. Und das muss ich, diese ganze Technik und der Laser, die da abtastet und so, musste ich alles natürlich so bauen. 150 Stunden habe ich nur, um die Technik zu entwickeln, mit mehreren Anläufe. Aber zum Schluss waren es bei 450 Stunden ein voll funktionsfähiger Monstermaus mit einem riesen Scrollrad, die mal ein Vertikutierer war. Aber ich dachte, da ist so viel Platz drin, ich baue einen Computer auch mit rein. Ja. Und eine Kamera und eine kleine Nebelmaschine und ein Subwoofer, weil eine Maus hat ein gewisser Korpus. Hast du es gehört, Adrian? Er hat eine Riesenmaus für dich gebaut. Ja, da brauchst du. Also wenn man vorne am Maus ist und am hinten, weil man bedient es dann mehr eher von hinten dann so mit beide Hände, dann muss man sich wirklich mit WhatsApp oder so kommunizieren, weil es ist so weit der Maus. Mach mal einen Linksklick bitte, ja. Da vorne hier. Genau. Das war eine Herausforderung. Wollen wir noch ein kleines Spiel spielen? Oh, in Spiele bin ich sehr schlecht. Ja, aber es ist ein einfaches Ratespiel und das könnt ihr zu Hause aber auch mit. Aber nicht von Saw, oder? Nee, es hat Let's nichts mit Saw zu tun. Als hättest du gern. Dazu die lustige Game-Show-Musik, denn wir spielen heute eine wunderbare Ausgabe unserer Sensationsshow. Sie heißt... Und jetzt sehen wir es hier Case-Mod oder Case-Not. Case-Mod oder Case-Not. Ein heiteres Bilderratespiel für die ganze Familie. Ihr zu Hause könnt auch mitmachen. Ich muss mal ganz kurz dieses Gedüdel ausstellen. Was du ausgedacht hast. Moment, werde ich mal kurz das Gedüdel ausstellen, weil das hier sonst nervt das. So. Wo sind wir? Hier sind wir. So. Folgende Regeln. Ihr zu Hause könnt auch mitspielen. Wir schauen uns jetzt nacheinander, ich habe einige Bilder gemacht, also insgesamt hätten wir für 8 Runden quasi Fotos an. Und diese Fotos sind nahe an Sachen dran, also ganz nah. Was für Sachen? Das verschiedene Sachen. Okay. Die Frage, die du und die Leute draußen beantworten müssen, ist das ein Case-Mod oder was ganz anderes? Also Case-Mod allgemein oder Case-Mods von mir? Weil allgemein. Also vielleicht ist auch was von dir dabei, das kann sein. Oh, ob ich meinen eigenen Käse erkenne. Ja, mal sehen. Okay, let's see. Yeah. Ihr könnt im Chat auch mitmachen, schreibt einfach dann immer Case Mod oder Case Not. Wir haben jetzt keinen fancy Poll eingerichtet, sondern macht einfach mit. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Runde, leicht zum Warmwerden. lass erstmal die Leute antworten. Leute, da, ist das eine Case Mod oder ist das ein Case Not? Jetzt bin ich gespannt. So, hier der Erste sagt schon ein Case-Mod. Was haben wir noch? Tip it. Case-Mod. Also die meisten Leute sagen, glaube ich, es ist eine Case-Mod. Und ich glaube, das können wir relativ... Was sagst du, Ali? Ich frage einfach mal. Ich glaube, es ist schwer, aber ich glaube, es ist ein Case-Mod. Ja. Wir gucken uns mal an. Und das ist natürlich, ich kenne sogar den Modder, der das gebaut hat. Ja, aber ich gehe davon aus, es wird schwieriger. Genau, das war einfach nur zum Warmwerden, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Also, das war schon mal richtig. Dann steht es jetzt, glaube ich, 1-1 zwischen dir und dem Chat. Wir kommen zur nächsten. Case Mod oder Case Not? Wie nah ist das? Das ist sehr nah. Das ist sehr nah. Ja, wie rum? Aber es ist richtig rum. Das kann ich nicht sagen. Also es geht auch verkehrt drum. Ich habe es stehend gemacht. Ich musste keinen Handstand machen bei dem Foto. Okay. Was glaubt ihr da draußen? Case Not oder Case Mod? Jetzt bin ich gespannt, was die sagen. Die meisten sagen Case Not. Also ich sage, es ist ein Case Mod. Ja?
Ja. Okay, wir lösen auf. Runde Nummer zwei. Es ist unser Kühlschrank. Okay. Ich dachte, das ist Case Mod. Alright. Aber das wäre nichts, was du nicht auch Case modden könntest, oder? Die schaut nicht gut aus. Das muss man unbedingt modden. Okay. Da muss man drüber reden später. Komm, gehen wir nachher, machen wir nachher genau. noch. Genau, ja. Okay. Ja. Dann geht es weiter mit Runde 3. Case Mod oder Case Not? Was sagt ihr da draußen? The angle is schon very tricky. Case Not, sagt ihr im Chat. Ich würde sagen, das ist schon ein Case Mod. Du sagst, und es ist vielleicht ein Fenster von einem Case Mod, ein Seitenteil. Könnte oder so sein, was. Sieht so aus. Ja, könnte maybe. Auch aus einem Flugzeug in die Sonne fotografiert sein. Ja, aber du hast gemeint, ja, ich war hier du drin. Hast ihn stehend gemacht. Also ich da war, oben kannst du nicht stehen. Das war alles hier in der Halle. Also ich hab die Halle nicht verlassen. Ich glaube schon ein Case Mod. Ja. Du glaubst ein Case Mod? Das ist nicht gemein, es ist so eine Lampe gewesen. Okay, das ist aber gemein. Aber der kann nicht mal RGB, taucht nichts. Aber vielleicht wurde das ja danach noch zu einem Case Mod, weil er stand in der Nähe von der DCNM stand rum. Vielleicht hat es hinterher noch jemand gecase modded. Okay. So, wir kommen zum nächsten Ding. Runde 4. Case Mod. Das sind fiese Fotos, oder muss ich sagen. Case Mod. Ich glaube, kein Normalsterblicher kann das. Das Spiel ist wieder viel zu schwer. Schwierig. So. Sehr schwierig, weil es ist ein bisschen blurred auch. Es ist nicht ganz, ein bisschen fuzzy. Case Not. Du sagst Case Not. Ja. Was sagt der Chat? Sagt Case Mod, Case Mod, Case Mod. Sag nicht. Also die Fotos sind echt fies, ich merke das jetzt selbst. Ja, das ist wahrscheinlich ein Case Mod. Alright. Okay. So, ich glaube, wir haben eine Runde, eine oder zwei Runden haben wir, glaube ich, noch. Okay. So. Oh, da sieht man ja gar nichts. Das ist wirklich gemein. Da kriegst du einen Joker. Wir fragen mal den Chat. Chat, was ist es? Case Not. Krass, schreibt der Chat. Dieser, okay, dann tippe ich auf Case Mod. Gibt es da 50-50 Joker? Richtig! Ja, Case Mod, ja. War das, ne? Ja. 50-50 Joker und jemand anrufen oder so geht. Ach ne? So, ja. Eigentlich kann ich dir Tipps geben. Das wäre eigentlich nur nett. So. Erst geht aber weiter. Ich möchte die 64.000 Euro haben dann danach, ne? Loggen wir ein. Ja, okay, du fällst, wenn du jetzt falsch antwortest, fällst du nur auf 64.000 Euro. Okay, Leute, ihr habt es alle gehört. Ja, hat versprochen, ja. Ich nehme den Computer, du kriegst 64.000 Euro. Da würdest du normalerweise zwei kriegen dann. Ja, genau. Siehst du mal. Okay, insgesamt haben wir 8 Runden, das heißt, das ist jetzt das vorletzte. Was denkst du, Case Mod oder Case Not? Und das ist mega schwer. Könnte ein nicht ganz gut polierter Case Mod sein. Aber du bist schon auf der richtigen Fährte, weil würde eine Case Mod so schlecht poliert sein? Well, I mean, wenn man Glas anfasst, dann sind Fingerabdrücke drauf natürlich. Kann schon vorkommen, nicht angefasst. Aber andere Leute haben es vielleicht ich angefasst. Ich glaube not. Du glaubst not. Yeah. Lösen auf. Das haben wir da einmal. R2D2. Ja. Das ist das, was ich da sehe. Okay, alles klar. So. Wie steht es eigentlich? Die vorletzte Runde. Es steht 97 Millionen zu 5. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Ja. Case Mod oder Case Not, das ist jetzt eher einfach. Das ist natürlich ein Case Mod das oder ein Teil, die da rumsteht. Also ein Hardware-Teil. Aber es ist ein Case Mod, glaube ich. Korrekt. Ja, genau. Case Mod. Oh ja, von so. Ronny. Ein letztes haben wir noch. This one for all the marbles. Man erkennt auch, wie ein Vollidiot das fotografiert hat, weil es sich darin spiegelt. Und welche Teil davon muss ich dann überhaupt? Weil da hinten ist was und vorne ist was. Es ist eine spiegelnde Oberfläche. Ach so, das ist eine Reflection. Ja. Okay, ich würde sagen, das ist Case Mod, dann wahrscheinlich ein Fenster von einem PC, oder? Es ist... Oder nicht? Ah, nee, also... Nicht? Weiß nicht. Ah, warte mal. Schau mal, ja, gut, ich sehe sein Handy ob du an den Tasten, also an diese Knöpfe, ah, das sind du Tasten, sehr gut, kannst. Danke. Ja. Ah, das sind Tasten? Ja, das sind drei so Tasten. Also man kann es vielleicht erkennen, was es ist. Im Chat hat schon einer gecheckt. Really? Ja. Okay. Ich kann echt nicht sagen. Aber du hast mir eigentlich in das, was du gesagt hast, schon einen Hint gegeben, dass es kein Case Mod ist. Ja, das stimmt. Tja, es ist natürlich eine Kaffeemaschine, die hier bei diesem Kaffeestand steht. Ich trinke nur Tee, wusste ich nicht, sorry. Okay. Ja, das war es wieder. Okay. Unsere Erfolgssendung Case Mod oder Case Mod. Ja. Möglicherweise machen wir keinen zweiten Teil. Du hast gewonnen, Ali. Echt? Du bist der Sieger der Herzen und der Sieger der super. Cases. Wenn ihr noch Fragen habt, dann Ali, stellt sie. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau. Das könnten wir auf jeden Fall also noch
machen. Du bist dieses Jahr bei der Deutschen Case Modding Meisterschaft nicht bei dem Live-Modding dabei. Nee, zum ersten Mal nicht. Nein. Aber bist du bei den anderen Wettbewerben mit dabei? Ich bin bei allen Kategorien dabei. Okay. Also Case Mod mit Spartacus, Case Con mit Lagatha, ist ein Wikinger-Mod. Ja. Dann habe ich Beat the Witch, heißt es. Ist es so meine Variante von einem heißen Draht, aber mit ein paar Gimmicks eingebaut. Das können wir übrigens auch mal sagen. Ihr habt in den letzten Tagen bestimmt schon sehr oft bei uns im Livestream das Geräusch gehört. Ja. Das ist davon, ne? Ja, schuldig. Ja. Genau. Ja, die Strafe muss prompt kommen, wenn man da aus Versehen drankommt. Ja. Und die kommt auch. Und wenn man davor steht, dann danach, man hört gar nichts mehr. Heute, gestern Abend im Bett, habe ich sogar immer noch das Mink gehört. Ja. Ja, das hat die Rache. Ja, das ist die Rache von The Witch. Ja. Und wann ist wann wird das aufgelöst oder wann ist das Finale? Morgen. Ich bin nicht sicher, auf welche Bühne, vielleicht da drüben. Okay. Aber so zwischen 16 und 17 Uhr, glaube ich. Und man kann sogar selber was gewinnen. Also alle, die voten für ihr Lieblingsmod, Name und so weiter drauf auf einen Zettel in der Ballotbox und die können auch was gewinnen. Ah, okay. Aber es geht nur hier vor Ort, also online? Nur hier, okay. Vor Ort, ja, weil auch die Gewinne werden natürlich dann vergeben später. Aber dann wissen wir mehr, ob die ganze Arbeit sich gelohnt hat. Mhm. Das ist keine Frage, aber einer der Zuschauer sagt, du bist ein super sympathischer Gast und es ist ein sehr cooles Thema und er hat großen Spaß. Ein super sympathischer Zuschauer. Ja, das Dankeschön. Wie heißt er denn oder sie? DV Zedge. DV Zedge, okay. Okay. Genau. Achso, ich könnte natürlich jetzt für alle unsere Zuschauer die Zettel abgeben nachher. Das kann ich natürlich machen, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Der Winterlandschaft fragt, woher hast du das Geld für das ganze Case-Modding? Also jetzt bekommst du ja das Geld, dafür das zu machen. Also es ist gut, dass er das fragt, weil noch eine meiner Botschaften an angehende Modder ist, wenig Geld ausgeben, aber danach, es muss ausschauen wie $1 Million. Du musst dafür bereit, wenn man Geld hat. Ich will, dass die Leute sagen, das würde ich, wenn ich das Geld hatte, für so und so viel kaufen, weil es mehr wert ist. Ich habe tatsächlich, Spartacus ist ein super Beispiel, wenn man es näher anschaut, und ich erkläre es auch sehr gerne an alle, die fragen, woraus ist es gemacht. Die verschiedenen Teile sind wirklich teilweise aus Junk gebaut. Mhm. Motoren baue ich aus Shredder, Drucker, irgendwelche alte Fans, was auch immer. Man muss nicht viel Geld ausgeben. Auch hier, diese Bajonette, es war mal ein Besenstiel und ein Suppenlöffel, ob man es glaubt oder nicht. Man muss aber mit seinen eigenen Fähigkeiten und mit Imagination und Fantasy muss man schaffen, dass es danach einfach geil ausschaut. Dass es wie $1 Million ausschaut. Die Leute sagen, wollen wir noch kurz die Säge anwerfen? Ich weiß nicht, ob das hinhaut mit unseren... Ein paar Zombies habe ich auch gesehen bei Cosplay. Ja, kann man machen. Ich schau mal, ob wir jetzt hier das abmachen können. I'm wired, glaube ich. Ob das ganz kaputt geht. Bin ich schnurlos oder bin Warte ich mit mal, Schnur? Du bist mit Schnur, aber ich versuche dich mal zu befreien. Warte. Ich muss mich jetzt selbst erstmal befreien, ob das so eine gute Idee ist. Die Regie sagt gut. Okay, du kannst aufstehen und ich halte dein Kabel einfach so und dann gehe, aber warte mal, da vorbei. Hier vorbei? Warte, hier so. Entschuldigung. So. Und jetzt. So, genau. Alright. Und jetzt. Okay. Damit ihr uns alle hören könnt. So, hervorragend. Okay. Also, wie ich erwähnt habe, Ich muss ja nicht aufstehen. So. Ich habe es schon gesehen. Ich bleibe einfach jetzt hier, dass wir nicht alles kaputt machen. Also ich habe hier einen kleinen Bullet Catch gebaut. Die ziehe ich raus. Und das Ladekabel natürlich auch. Der ist schon draußen. Ich muss kurz gucken, was da weg ist. Und dann kann ich meine externe Festplatte rausnehmen. Ist das geil. Das ist so geil. Ups, der ist tatsächlich noch drin. Diese Ladekabel, damit der mit Akku auch funktioniert und ja, auch wie man sieht, da ist die Kette. Ach krass, ey. Ups. Ich gehe mal wieder zurück. Ja. Und dann kann die Kamera das sehen. Spielzeug. Nein, die sind natürlich echt. Ja, der hat sogar ein Bluetooth-Modul, die gut getarnt ist hier. Und er kann seinen Ton, da ist ein Tonmodul drin, per Bluetooth an Bluetooth-Lautsprecher schicken. Und dann klingt er auch wie ein Säge. Und da ist der Empfänger, Sender, sorry.
Und ja, und hier, you just trigger it and it runs. Das war mal ein Fahrradkranz. Die Zähne sind reingesteckt in jeder zweite Glied. Und die dazwischen, die werden hier gegriffen. Ich habe das Magazine ein bisschen gekürzt, weil das ist ein bisschen länger normal. Yeah. Und da habe ich dann die Steuerung bzw. die externe Festplatte drin, ein Akku, ein Ladeteil, die ich hier ein- und ausschalten kann. Wahrscheinlich sieht man das vorne. Ja, genau. Dann haben wir hier natürlich, falls die Zombies in der Nacht angreifen, braucht man natürlich auch einen Torch. Ja, alles, was man so unterwegs braucht bei Zombie-Apokalypse und natürlich einen USB-Anschluss. Ich drehe es mal kurz um. Alles wird besser mit USB und Bluetooth. USB und Bluetooth ist die Zukunft. Ja, und damit kann man dann das direkt in den Rechner stöpseln. Kann man das hier auch so? Ja, das kann man, fest. Ja. Okay. Manchmal willst du richtig gezielt schneiden an Zombie. Yeah. Und manchmal natürlich, you want to shoot from the hip. So you need a, you know, a grip like this. Und der Paintjob war sehr wichtig, dass es authentischer ausschaut. Das sieht ja echt. Schaut aus wie Metall natürlich, ja, also, ne? Also, es ist kein Metall. Metall und Leder, aber es sieht eigentlich genauso aus. Jetzt alles Plastik. Super. Mundungsfeuer cool. Habe ich auch gegeben. Ja. Damit ein bisschen Blitz. Der Sound fehlt momentan, aber wie gesagt, das geht über Bluetooth. Du hast ja, da ist ja, ja so ein Display. Ist das am Gewehr dran oder ist das drin? Das ist hier. Ja. Was zeigt das an den Ladestand? Also oder? Es schaut so aus, wenn ich drauf drücke, als würden die Kugeln immer weniger, dass das Magazin leerer wird. Aber es ist im Grunde der Ladestand. Ja, da hat nämlich gerade im Chat schon jemand einen guten Tipp gehabt. Das kannst du dann für die nächste Überarbeitung noch machen, wenn das den übrigen Festplattenspeicher anzeigen würde noch. Wäre auch machbar. Ich meine, Platz ist noch da drin. Guter Vorschlag, vielen Dank. Ja. Hat er nicht patentiert, werde ich machen. Tja, Leute, aber so gut, schön, ja, so schnell geht das. Genau. Nee, die eigenen Ideen sind immer die besten. Das ist eine Idee, wird nicht gemacht. Ja. Jetzt, Keberos schreibt, jetzt ist es offiziell, ich liebe diesen Mann. Also es kommt super gut an. Wo Sie wohnst du? Gib mir deine Telefonnummer. Gib dir nicht die Telefonnummer. Ja. Ah, super. Ich schaue gerade, ob es gerade noch irgendwelche Fragen gibt. Gerade sehe ich keine. Upp, jetzt ist mein Kabel irgendwie komisch runtergefallen. Welchen Titel hast du damit eigentlich gewonnen? Vizemeister. Und er war eigentlich nur einmal da. Vizemeister, ja. Mhm. Genau. Aber cool. Ja. Genau. Das ist der Wahnsinn. Wenn ihr noch Fragen habt, das ist jetzt langsam so eure letzte Chance. Ach so, ist das Gerät sehr laut, möchte jemand wissen? Also, ja, es ist laut, wenn ich es, also der Computer selber, ja. Überhaupt nicht. Es ist wassergekühlt, die Pumpen sind so leise, man hört sie fast gar nicht. Die Pumpen sind eingebaut in die zwei Seitenkasten, wo auch Lautsprecher drin sind. Aber ja, es ist so eingerichtet, wenn es angeht, dann spielt automatisch ein Trailer von Gears of War. Ja. Dann die Lautsprecher können auch laut sein. Weil wie gesagt, das ist eigentlich mein Fernsehtisch und der Sound geht alles hier direkt da rein. Das ist auch eine Frage aus dem Chat, wie denn du so die internationale Case-Modding-Szene im Vergleich zur deutschen Case-Modding-Szene, ist die in Deutschland sehr viel aktiver oder ist das überall gleich? Also überall gleich ist es sicher nicht. Es gibt Länder, ich hoffe, dass es irgendwann mal hier genauso ist, in Asien, Philippinen und Thailand und Taiwan und so, wo Case-Modder wirklich wie Rockstars gefeiert werden. Mhm. Aber I'm working on it, dass es hier genauso ist. In England, ich bin Engländer, da ist die Szene sehr groß. Ja. Wirklich, sehr groß. Aber wir haben kein durchdachte offizielle Meisterschaft. Das hast du eben schon gesagt, dass die hier sehr neutral sind. Genau, und so das ist neutral. Wir haben eine neutrale Jury. Die sind auch nicht Angestellte von dem Veranstalter. Es ist wirklich neutral. Ja. Das ist das, was mir gefällt, dass wir wirklich eine super Meisterschaft hier haben. In England gibt es ein paar Foren und der größte ist natürlich BitTech und alle versuchen da gegeneinander anzutreten. Spartacus ist Mod of the Year geworden, war auch eine super Ehre. Und es gibt natürlich viele lokale Contests in Amerika und in Taiwan und überall und viele sind natürlich auch von der Industrie gesteuert, die alle sehr interessant sind, habe ich einige gewonnen auch und aber das hier ist, das ist das, wo man eigentlich hingehen möchte. Jeder Modder möchte hier hinkommen. Die Szenen sind überall sehr gut. Ja. In Amerika habe ich bemerkt, jetzt eigentlich nur durch Foren, manche Modders, die ich kenne, ich kenne bestimmt ein Dutzend aus Amerika,
Und die kennen sich fast gar nicht. Selber. So, die sind aus verschiedenen Staaten so verteilt, die sind nicht vernetzt. Ja. Es gibt keine richtige Community da. Es gibt mehrere Foren, wahrscheinlich in jeder Staat ein anderer. Ja. Und es ist nicht so wie hier. Wir haben hier WeModded zum Beispiel. Das ist die official Forum von der DCMM, Deutsche Kiesmoddermeisterschaft. Ja. Also jeder, der wirklich Interesse hat, der kann auf WeModded vorbeischauen. We-Mod-IT. Und da sieht man natürlich die Worklogs, man lernt voneinander. Es ist kein Forum, wo man reingeht, um zu meckern oder irgendwas. Ja. Ein Anfänger, wenn er eine Frage stellt, es wird nicht so sein, dass alle 1000 Trolls auf ihn zukommen, sondern alle erfahrenen Modder versuchen, die Fragen zu beantworten, ihnen Tipps zu geben und hoffentlich dann irgendwann mal auf so ein Event zu sein. Deutschland ist für mich vielleicht die wichtigste Szene, die es gibt. Okay. Ja. Dann haben wir noch Zeit für eine letzte Frage von Phil Little. Der will nämlich wissen, welcher deiner vielen Cases, die du gebaut hast, dein persönlicher Favorit ist. Kriegst wahrscheinlich dauernd zu hören, die Frage. Ja, oder? Auch. Ja, ich versuche alle Themen, die ich mag. Und du magst ich mag alle deine Kinder gleich. Ja, ja, das war gut gesagt, ja. Es ist tatsächlich so. Jeder Mod hat irgendwo ein Stück von meinem, you know, my personality, my imagination und meine Kreativität. Und da viele Mods, in diesem Fall zum Beispiel, ist es ein ganz anderes Thema, als ich bis jetzt gebaut habe oder bis dato gebaut habe, weil es, das Thema war vorgegeben. Mhm. Aber trotzdem, ist es gefällt mir sehr gut. Ich mag eher kulturelle Themen, die wo ein bisschen Wahrheit oder viel Wahrheit drinsteckt, so wie Spartacus. Ja. Das gab es wirklich. Alles, was man in der Serie sieht, ist natürlich nicht unbedingt 100% wahr, aber es gab einen Mann namens Spartacus. Ja. Ragnar. Ragnar ist vielleicht doch mein Favorite, neben meinem 30-Euro-Mod, mein allererste, weil damit fing alles an. Mhm. Der 30-Euro-Mod entspricht nicht mehr meinen Standards von heute, weil ich kann natürlich ganz andere Sachen. Ist ja auch weiterentwickelt. Ja, es ist weiterentwickelt. Aber Ragnars Revenge ist, I don't know, it's just, it's out of this world. Du schaust es an und es bringt sogar, es ist unglaublich, es bringt Frauen zum Weinen. Oh. Ja, aber genau, ein Wikinger musste kommen, damit sowas passiert. Ja, der Nebel kommt und dann gehen die Türen auf und sie sieht dann Odins Tempel da drin und der Wikinger-Helm und plötzlich ist eine Kamera davor und the Ram Buttons on the side und alles sehr düster, Paintjob. Es haut mich sogar um. Wenn ihr also die Ladies zum Weinen bringen wollt, dann, braucht das so ein Thema, ja. Dann kommt zu so einem Thema. Ja, genau. Vielen, vielen Dank, Ali, dass du da warst. Wenn man jetzt noch mehr von dir wissen will, wo kann man dich im Internet finden? Bei Case King? Also man kann mich natürlich in Case King finden, auf der Creator Channel YouTube, auf Instagram oder direkt bei Case King vorbeischauen in Berlin, in der Gaustraße 1. Natürlich habe ich eine Facebook-Seite auch. Gott sei Dank, ich habe einen sehr fähigen Assistent, der sitzt da hinten und er macht das ganze Social Media auch ein bisschen mit, weil da bin ich ein Dunce eigentlich. Und ja, im Internet, das sind 1000 Links natürlich, so Videos und alles Mögliche, die man auch anschauen kann. Alle Projekte, die ganze Worklogs vom ersten Schnitt bis zur Fertigung kann man bei WeModded schauen. Ja. Und meine Website ist klar, die wird noch aufgebaut.